Hallo, mein Name ist David und ich werde euch heute durch das Galileo führen. Das Galileo ist ein Public-Private Partnership. Das heißt, dass das Gebäude von Firmen gebaut und genutzt wird. Dafür erhält die TUM einen Hörsaal, den wir an mehreren Tagen die Woche benutzen dürfen. Aber hier gibt es auch dann ganz viele Shops und Restaurants, die uns auch zur Verfügung stellen. So, wir fangen unsere Tour jetzt mit dem Audimax an. Der Audimax ist mit über 1000 Sitzplätzen einer der größten Hörsäle an der TUM. Mit etwas Glück ist Corona bald vorbei und es kann gut sein, dass ihr hier mal eine Vorlesung drin habt. Die TUM hat auch noch ein paar andere Hörsäle hier in dem Gebäude, aber wir gehen erstmal wieder raus. Hinter mir sieht man ein Hotel und eine Bar. Ich kann euch aber auch die Campus-Kneipe bei der Mensa empfehlen. Die wird nämlich von Studierenden betrieben und ist ein bisschen billiger. So, jetzt gehen wir zum Fitnessstudio. Hier haben wir auch ein Fitnessstudio, was ich vielleicht auch anfangen zu besuchen sollte. Naja, ich kann ja anfangen, indem ich zur nächsten Location jogge. Hier sind wir im Innenhof. Nach 5 Jahren Bauzeit ist leider immer noch nicht alles fertig, aber hoffentlich kommt jetzt noch was. So, jetzt gehen wir zu einer der Pizzerias am Campus. Hier sind wir. Die Pizzen sind zwar besser und größer als in der Mensa, aber preislich können sie nicht mit der Mensa mithalten, da die auf einem Non-Profit-Prinzip funktioniert. Auf der anderen Straßenseite haben wir übrigens auch eine Pizzeria. Aber wir gehen erstmal hier hin. Hier kann man gut mit Freunden Pizza essen gehen. So, ich habe jetzt Hunger und hole mir eine. Untergeschoss vom Galileo. Hoffentlich kommen hier bald viele Läden rein. Naja, wir suchen jetzt erstmal einen Weg nach draußen. Hier sollten wir nach oben kommen. Critical error detected. Performing automatic system restart. Please stand by. Returning to maintenance position. Hallo Programs. Erhebt euch, mein Armin aus Automaten. Eure Zeit ist gekommen, der Welt zu zeigen, dass die TUM das Magnum Opus, die Spitze der Exzellenz ist. Eine neue Weltordnung steht uns bevor, an der die TUM an der Spitze der gesellschaftlichen Nahrungskette steht. Wir stehen an einem Scheidepunkt der Geschichte. Aber es wird sich lohnen. Die Weltherrschaft wird es uns ermöglichen, unsere zeitgerechten Kapazitäten zu überwinden. Wir werden sie zu ihrem Glück zwingen. Wir werden erfolgreich sein. Wir werden mächtig sein. Wir werden geeint sein. Schwärmt aus! Identify yourself.